Folge 112 steht an. Wir gehen auf zur Tempest. Ich registriere Temperaturen unter dem Normalwert. Und sprich mal den Crew. Hallo. Gibt es irgendwas Neues? Nichts Neues. Ich bin schockiert. Dann... Ihnen stehen noch ALP zur Verfügung, Pathfinder. Ja, das wäre auch die Sache gewesen, die ich jetzt kurz angehe. Wir werden mal schauen, ob wir neue Waffen herstellen können. Das können wir noch schnell machen hier. Mission gescheitert, Noobs. Mission gescheitert, Trottel. Einmal das. Schaffen die. Los geht's, Jungs. Oh, die haben die Piranha. Die kaufe ich mir noch glatt mal. Relikt-Dechiffrierungsschlüssel nehmen wir auch mit und ich möchte gerne, das haben sie gar nicht, schade. Ah, die Piranha kaufe ich mir, wie Kohle habe ich denn noch? Ich habe hier mehr als genug. Die Cyclone können wir uns auch holen. Ja, komm hier. Let's go! Die Phalanx ist jetzt nicht unbedingt das, was ich brauche. Können wir denn noch was erforschen? Gucken wir mal. Rüstung ist mir ziemlich wumpe, muss ich zugeben. Oh, wir haben so wenig Punkte. Relikttechnologie haben wir so viel. Kann ich die Sweeper dann schon upgraden auf 4 für 5? Ja. Erfordert die Stufe 30. Na dann. Eben nicht. Können die ja mal ausprobieren. Können wir was entwickeln? Sturmgewehr, die Avenger, Mad Dog. Und sonst können wir nichts machen. Schade. Schrotflinten. Die Dahl. Wir haben Belohnungen. 100 Lichtstraßepunkte. Oh yes, das ist nice. Dann kann ich ja vielleicht doch noch was kaufen. Was haben wir denn hier? Verbesserte Entwicklung und die Forschungsdaten aus allen Quellen um 10%. Das ist ganz nett. Nehmen wir das mal. Kann ich ja vielleicht doch noch was basteln. Bastel. Die Cyclone, die Sturmgewehr Sandstorm. Nice. Ja, die Frage ist, ob ich es bauen kann. Und das geht nämlich nicht. Sturmgewehr Ghost. Die Valkyrie. War meine absolute Lieblingswaffe in Mass Effect 3. Habe ich sehr gerne benutzt. Cora ist nicht hier, oder? Ne.
Ja gut, dann nehmen wir mal ein neues Crewmitglied mit und schauen mal, ob wir neue Waffen ausprobieren können. So, haben wir da eine neue Schrotflinte, die wir ausprobieren können? Das ist alles, das ist, die Piranha können wir mitnehmen. Let's go! Schrotflinte, Durchschlagsmunition. Nahkampfschaden. Dann nehmen wir das mal. So. Sturmgewehre. Die Cyclone können wir mitnehmen. Können wir mal versuchen, ne? Warum nicht? Präzision, mehr Sturmgewehr, Schaden, Lauf. Was ist das? Sturmgewehr, Stabilität, Nachladegeschwindigkeit. Let's go! Und bei den Präzisionsgewehren muss ich ehrlich sagen, ist das Ding nicht gerade der Hammer. Wir nehmen das Ding mal mit, mal gucken, was das Ding so drauf hat. So, und die Zahlkämpfe behalten wir, weil die Waffe einfach cool ist. Overdrive Pack. Wechseln wir mal. Dafür möchte ich gerne Disruptor Munition. Ja, ich glaube, das ist. Wir wollten noch ein neues Crewmitglied mitnehmen. Das war's, was ich machen wollte. Genau, hier hinten. Wir lassen Pipi mal zu Hause und dafür nehmen wir mal Vetra mit. So, dann werden wir noch aufleveln. Das gehört leider Gottes Willen auch dazu. Aber wir werden mal wieder wechseln, glaube ich. Mal gucken. Was haben wir denn hier? Fangen mit Liam an. Liam hat 12 Punkte zu vergeben. Splittergranate maxen wir aus. Ach, geht noch gar nicht. Dafür müssen wir die Mission bei ihm fertig haben. Dann machen wir hier. Let's go. Und überlasten. Das ist gut. Pibi! Kann man eigentlich den Leuten sagen, nee, es geht nicht, ne? Nee. Schockwelle, Überlebenskünstlerin. Schilde wiederherstellen, ja komm, Damage. Ich finde, dieses ganze Talentsystem ist ja eigentlich ganz nett gemacht, aber ich habe es schon mal erwähnt, es hat halt kaum Auswirkungen einfach. Du merkst es halt nicht. Mal Dual Land machen. Du merkst es halt einfach nicht. Es hat halt wirklich keine Auswirkungen.
Also eigentlich kann man sich das auch sparen, das Ganze aufleveln. Aber ich mach's jetzt trotzdem mal. Boah, der hat ja schon fast überall. Koranischer Krieger. Köptischer. Oh, hier. Schrotflintenschaden. Vier Pünktchen hat er noch. Racheangriff. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich nicht wirklich weiß, was ich hier überhaupt tue. Es ist mir aber auch ziemlich wurscht. Weil, wie gesagt, die Auswirkungen sind echt minimal. Man spielt es halt einfach nicht, als wäre man, als wüsste man. Also in meisten Spielen sitzt man davor, oh mein Gott, ich brauche dieses Talent unbedingt. 32% mehr Schaden, das brauche ich. Let's go. Aber hier, ich könnte es genauso gut ohne Talente das Spiel spielen. Warte mal, das. Und die süße Cora. Sturmangriff auf jeden Fall. Das ist ja langweilig, wir nehmen das hier. Schildschub hat hier noch gar keine Punkte, was ist da denn los? So, jetzt wird's interessant, weil ich 36 Punkte zu vergeben habe. Tech. Tech, 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 Tech. Wir gucken erstmal wieder in Biotik rein, was wir da so haben. Sturmangriff habe ich ja ausgemaxt. Gegenschlag können wir mal verbessern. Aufladetempo. Boah. Und bei der Schockwelle würde ich auch gerne so ein bisschen Schaden. Schadensradius. Aufladetempo, da haben wir es. Ja, das nehmen wir doch dort noch mit. Was haben wir denn noch? Ich glaube, das lassen wir erstmal. Gucken wir beim Kampf rein. Universalgranate können wir machen. Betäubungsschuss. Stolperdrahtmine. Turbolader. Wir nehmen mal den Betäubungsschuss mit. Oh, das ist nett. So, dann gucken wir mal. Wir machen uns mal ganz kurz ein neues Set an Favoriten. Wir können ja das noch ein viertes machen. Nein. Wie mache ich denn das? Ach so, Moment. Ja, genau. Kampf. Betäubungsschuss. Dann werden wir... die Granate
man die Barrikade? Was haben wir denn bei der Tech noch? Verbrennung haben wir hier noch. Flammenwerfer. Flammenwerfer kann geil sein, das machen wir mal. Aufladetempo ist immer super. Und auf der 3 würde ich sagen, hauen wir unseren Techniker freigeschaltet. Wächter freigeschaltet. Infiltrator freigeschaltet. Oh Gott. Genau, beim Kampf werden wir uns jetzt noch unsere Universalgranaten da hinschmeißen. Kraft zuweisen. So. So, dann gehen wir Favoriten. Aktuelle Auswahl speichern. Genau. So, das heißt, wir können jetzt hier hinten noch unser Loadout. Was haben wir denn? Der Techniker ist neu. Kombo-Schaden, Tech, Gesundheit, bla bla, Kampfdrohne, eine kleine Drohne, die aufmerksam wird. Hier zu nahe kommen, die verbessert aufmerksam wird durch die Zerstörung aufgehoben. Wächter. Langweilig. Entdecker. Oh, das ist geil. Bahnbrechende Suchende. Waffenscham, Biotik, Kräfteschaden. Aber ich glaube, wir werden mal den Techniker nehmen. Profil wählen. Ah, jetzt ist es registriert, okay. Ja, dieses Spiel, es ist alles total überfüllt. Ich werde mal speichern. Und dann haben wir das hinter uns, aber diese Folge ist, glaube ich, wieder vorbei. Und wir werden dann in der nächsten Folge uns auf den Weg machen, die restlichen Missionen auf Vault noch anzugehen. Da gibt es ja noch eine. Wir haben noch eine Hauptmission auf dem Planeten und das wird ja unser Ziel sein in der nächsten Folge. Also, tschüss!